So Leute, wieder ein spannendes Video. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Jetzt in diesem Video, was dieser typische FFMI-Wert wirklich ist und wie ich das Ganze persönlich an mir getestet habe mit den aktuellen Werten, weil ich gerade auf der Bühne war, als auch bekannte Informationen von bekannten Natural-Bodybuildern, wie die dazu stehen. Ich habe vor kurzem ein kurzes Interview gegeben, Netty Muscle Radio, dort haben wir auch die Thematik nochmal angesprochen. Hier ein kurzes Feedback dazu, wie ich persönlich diese ganze Geschichte halte. Die hat sich zwar verbessert, aber dennoch ist natürlich Optimierungsbedarf. Das eine oder andere werde ich hier vielleicht in dem Video schon mal aufklären, was ich persönlich dazu halte. Jetzt in diesem Video FFMI-Wert, das, was die GmbF dieses Jahr erstmalig eingeführt hat. Real Natural Bodybuilding by the Sports Scientist. Ja, und fangen wir einfach auch schon mal an. Ich habe hier meinen Rechner nochmal angemacht, um einfach nochmal die Beweislage ein bisschen praktischer darzustellen. Und das schalte ich jetzt einfach mal auch so weit um. Ja, und bin ich hier auf der GmbF-Seite. Dort haben wir natürlich nochmal das aktuelle Reglement. Hier sind die neuen Anti-Doping-Maßnahmen, die für das Wettkampfjahr 2014 aktuell geändert wurden. Vielleicht fange ich nochmal kurz an. Also, Polygraphentest abgeschafft, Einführung von Haaranalysen, Blutuntersuchung, Urin. Und dieser typische FFMI, fettfreie Masseindex, der von dem Harrison und auch in 90er Jahren statistisch gesehen signifikant erstellt wurden von anderen Professoren, der also als ja, sehr aussagekräftig gilt. Das kann durchaus sein. Ich werde jetzt in diesem Video, wenn ihr hoffentlich noch nicht abgeschaltet habt, vielleicht das Gegenteil beweisen. Und ihr merkt, ich bin etwas erkältet. Hat bestimmt mit der Wetterlage ein bisschen zu tun. Ja, und jetzt in diesem Video, kurz mal dazu. Ich habe mir nochmal diese Formel angeguckt. Ja, und an einer Formel ist ja immer einheitlich und allgemeingültig. Das heißt, wenn sie allgemeingültig ist, muss sie für Körperfettanteile sowohl im geringen Maßen als auch im höheren Maßen gelten. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Wettkampfathleten haben tendenziell alle einen Körperfettanteil unter 10%. Also tendenziell einen geringen Körperfettanteil, somit wäre der FFMI-Wert laut den Stichproben, den ich auch aus der Studie, ich habe mir nochmal die Zugänge, ich habe bestimmte Zugänge zu den Studien. Ich darf die Studie nicht zeigen, also nicht veröffentlichen, weil die wurde unter dem Protokoll, was ich gesehen habe, noch nicht veröffentlicht. Deswegen darf ich das jetzt hier nicht zeigen. Ich habe aber Zugang dazu und habe mir das Ganze nochmal durchgelesen. Dadurch, dass ich selber Sportwissenschaftler bin, habe ich natürlich auch eine gewisse Aussagekraft, kann ich dazu geben, wie diese Studie angelegt wurde. Diese Studie wurde ja sehr gut randomisiert wurde sie und dadurch hat sie natürlich eine größere Aussagekraft als die ein oder anderen Studien, die ich schon gelesen habe. Also war ich schon mal sehr positiv eingestellt. Jetzt habe ich das Ganze mal getestet für mich, weil ich ja gerade die WNBF selber auch gemacht habe. Hier haben wir einmal den Wert FFMI, das ist der fettfreies Körpergewicht durch Körpergröße zum Quadrat plus 6,1 mal 1,8 minus H, also minus der Körpergröße in Meter. Jetzt muss man natürlich Punkt vor Strich auch wiederum beachten, ja, vielleicht passieren da die ein oder anderen Fehler, deswegen hier nochmal mathematisch Punkt vor Strich Regelung. So, jetzt habe ich mir mal die aktuellen Werte von meinem aktuellen Wettkampfgeschehen, der WNBF Pro, die 2 Tage herliegen, wo ich sowohl eine Bioimpedanzanalyse, also nicht eine Kaliper-Methode, die als statistisch gesehen sehr irrtümlich gesehen wird, also mit einer hohen Fehlerwahrscheinlichkeit, habe ich eine Bioimpedanzanalyse gemacht und dort hatte ich einen 5,3%igen Körperfettanteil. So, dieser 5,3%ige Körperfettanteil habe ich jetzt einfach mal runter summiert auf 5,0, so dass sich der Wert relativ leicht berechnen lässt. Jetzt habe ich das Ganze mal eingegeben, ja, um einfach mal spaßeshalber für mich diesen Fettwert, fettfreien Masseindex, so wie er heißt, mir zu berechnen. Und da seid ihr alle aufgefordert, es gibt eine Seite www.einfachausrechnen.de/ffmi.html.
Und da habe ich mir den ganzen mal anguckt. Ich habe ein Körpergewicht gehabt von 89, wirklich 89,9 Kilo. Körpergröße 1,76 Meter, obwohl in meinem Pass 1,80 Meter steht. Ich bin 1,76 Meter groß. Und ein Körperfettanteil hier von 5,3, also 5,0 mal eingegeben. Das machen wir jetzt einfach mal. 89, 1,76, 5%. So, und das ist auch der Wert, der wohl statistisch gesehen aus den Erfahrungen, die ich mit Philipp Rausch und Armin Memic diskutiert habe, die aktuell in der GmbF pauschal erstmal mitberechnet wurden. Ungefähr bei 5% wurde jeder Athlet berechnet. Ist auch ein Wert, der natürlich Sinn ergibt, weil jeder Athlet wird sich dort, der wirklich ordentlich datet hat, irgendwo in einem Bereich 6 bis 7, 5, aber auf jeden Fall unter 10 bewegen. Und das wollen wir mal ganz ausprobieren. Jetzt berechnen wir das mal. Laut dem Reglement sehen wir hier Körpergewicht ohne Körper beträgt 84. Achso, 84,55, genau. Also, jetzt war ich gerade verwirrt. Und zwar, 84,55 heißt, das ist mein fettfreier Masseanteil. Da wurde natürlich die 5% Fett wurden schon abgezogen von den 89%. Also 89 minus die 5%, das sind dann 84,55 reine Muskelmasse. Also lean das Ganze. Und jetzt hat sich hier der FFMI-Wert von 27,55 ergeben. 27,55, schauen wir nochmal um. Das würde jetzt heißen, ja, alle Athleten, die einen höheren ausgewiesenen Wettkampfanteil von 26 aufweisen, dürfen an der GmbF nicht teilnehmen, also sind nicht berechtigt, habe ich jetzt hier nochmal markiert. Also dürfte ich nicht teilnehmen. Ich dürfte auch noch nicht mal eine Kontrolle ansetzen, das ist da laut dem aktuellen Reglement keine Kontrolle ansetzen. Das heißt, hier steht auch drin, alles das, was über 25 ist, kann nochmal mit einer Kaliper-Methode ansetzen. Aber da falle ich schon mal ganz klar raus, weil ich habe schon 27,55. Jetzt nehmen wir mal an, ja, der Wert war falsch, wir haben 90 gekommen. Bin ich immer noch bei 27,85, also natürlich mehr, ist natürlich klar. 88 Kilo und Körperfettanteil von 10, ja, also wirklich extrem viel. Da bin ich auch schon über 25 und an meiner Körpergröße kann ich natürlich nichts verändern. Und das wurde auch bei den letzten zwei oder dreimal auch 1,76 Meter immer herausgefunden. Ja, und auch das Bundesamt, wo ich entsprechend auch die ärztliche, staatliche Kontrolle machen muss, ich glaube, die wird auch 1,76 Meter immer die letzten Jahre immer herausgefunden haben. Außer ich bin jetzt geschrumpft. Ja, also auch bei einem Körperfettanteil von 10%, was ich definitiv nicht auf dem Wettkampf hatte, bei 88 hatte ich immer noch einen höheren Anteil. So, jetzt fragt sich natürlich sicher der ein oder andere, wenn das jetzt bei dem Gildner so ist, heißt das jetzt, der Gildner ist gedopt? Ich kann euch vergewissern, ich würde dieses Video nicht machen, wenn ich mich hier selber bloßstellen würde, um euch diesbezüglich zu sagen, dass ich wirklich gedopt bin. Ich kann wirklich von mir reden und da geben mir die ganzen Dopingkontrollen auch wie gesagt recht, dass ich wirklich clean bin. Ich möchte hiermit lediglich zeigen, dass dieser Wert einfach nur ein Index ist. Man muss diesbezüglich kann er natürlich mit einbezogen werden, weil er wurde statistisch auch belegt. Das ist auch gut so. Aber alleine als Kriterium, um jemanden dahin auszuschließen bzw. nachzuweisen, dass er gedopt ist oder nicht oder Missbrauch von Doping betrieben hat, reicht auf jeden Fall nicht aus. Und eine Kaliper-Methode nachzusetzen, nachzureichen über 25 reicht auch schon gar nicht aus, weil die Kaliper-Methode eine sehr, sehr hohe Fehlerquote hat und auch wirklich immer von dem eigentlichen, der die Kaliper-Methode durchführt, ganz klar abhängt. Das heißt, wenn ihr zwei Personen ausführen würdet und die würden nach einer 7-Punkt-Methode das Ganze machen oder 5-Punkt-Methode, würden zwei wirklich ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Das heißt, es müsste einer, müsste das schon so oft gemacht haben, dass er immer die gleichen Werte rauskriegt. Und das ist einfach bei einer Kaliper-Methode sehr, sehr schwierig. Deswegen eine Bioimpedanzanalyse oder eine bipolare Kontrolle über die Bizeps Sehne ist natürlich eine Möglichkeit, da muss einfach mal der Verband mehr in die Tasche greifen, um einfach dort was Gutes auf die Beine zu stellen. Und da bin ich persönlich als Sportwissenschaftler auch sehr, sehr zufrieden dann. Aber alleine das mit dem FFMI-Wert ist schon eine sehr, sehr schwierige Sache.
So, also, das war ein kurzes Video dazu, wie ich persönlich dazu stehe. Ihr seid dazu aufgerufen, weiter darüber zu diskutieren, dieses Video zu teilen, gerade auch Leute, die natürlich näher noch an dem Verband sitzen. Das ist keine Kritik gegenüber dem Verband. Ich finde das toll, dass die diese Sachen eingeführt haben. Aber es würde heißen, wenn ich jetzt theoretisch nochmal Amateur starten würde, was wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, ich würde bei der GmbF antreten. Und es war zum Beispiel ein Athlet, diesen Namen möchte ich jetzt nicht nennen, habe ich mir durch Hörensagen, Leute, die da waren und auch den Test durchgeführt haben, der wurde nicht zugelassen, weil sein FFMI-Wert schon deutlich höher war. Komischerweise, obwohl ich persönlich ihn kenne und ich möchte ihn jetzt nichts unterstellen. Und ist natürlich immer eine sehr schwierige Sache. Jemand, der sich vorbereitet hat, geht dahin und dann kommt plötzlich ein Index raus, wo dann steht, man ist gedopt. So ungefähr. Das war dazu, kurze Anregung. Berechnet euren Wert unter www.einfach-ausrechnen.de/ffmi.html oder einfach mal FFMI in Google eingeben. Dort gibt es unterschiedliche Tabellen. Und als kleinen Schmankel habe ich nochmal als kleinen Ausritt noch was zu guter Letzt von einem sehr, sehr guten Fan nochmal eine Tabelle zugesendet gekriegt. Die fand ich echt klasse, weil die zeigt einfach mal Folgendes. Die Tabelle stellt dar, die Top 20 Leute der CrossFit Games 2013, die natürlich auch Dopingkontrollen machen mussten. Und da ist jeweils immer der FFMI-Wert nochmal hier hinter als Index gesehen. Alles das, was groß ist, was rot ist, heißt natürlich jetzt hier, ja, der ist über 25. Und es ist deutlich auffallend, dass jeder, fast jeder von diesen Athleten in den Top 20 einen deutlich höheren Anteil hat vom FFMI. Heißt das jetzt, jeder dieser Athleten ist gedopt? Das ist natürlich immer fraglich. Wenn wir jetzt mal hier die beiden Ersten sehen, da fand ich den Vergleich natürlich ganz krass. 1,75 Meter groß, also sind ungefähr alle tendenziell irgendwo ein bisschen kleiner, also die Spitzenleute. Es gibt natürlich auch ein paar größere, muss man natürlich auch die Körperverhältnisse betrachten, aber immer noch hier 1,75, 88 Kilo oder hier einer 95 Kilo, der hat natürlich auch einen sehr, sehr hohen FFMI-Anteil, ne? Also bei 28. Das war nur dahingestellt, ohne Bewertung jetzt, ja, einfach mal, wie das in anderen Sporten aussieht. So, jetzt seid ihr gefragt, eingeben, berechnen lassen, kommentieren das Ganze, wie steht ihr dazu? Vielen Dank, wir sehen uns. Cut the fake shit out, you not spitting it, you bruh. Niggas like you, thick in pockets, living in Cuba. I deliver it cooler, watch me pivot and move up. Stop trying to remove us, sneezing up on the mic. Niggas saying that I'm sick, but disease is a part of life. Part of life, as for the truth, dude, I seen it, it's sort of like